Gegenüber dem Porsche 356 war der Porsche 911 technisch gesehen ein Quantensprung. Der neue luftgekühlte 6-Zylinder-Porsche-Motor im Heck des neuen Porsche 911 bietet eine höhere Laufruhe als der 4-Zylinder-Boxermotor in den 356er-Modellen. Die Leistung des 2-Liter-Motors betrug anfangs 130 PS bei 6000 Umdrehungen in der Minute. Das Benzingemisch wird über zwei Dreifach-Fallstromvergaser aufbereitet. Eine mechanische Doppelreihen-Einspritzpumpe bereitet den 2,7-Liter-Motor des Porsche 911 Carrera RS 2,7 das Gemisch auf. Dies ermöglicht diesem Leistungssportler eine Sprintkraft mit 210 PS. Diesem Rennsportwagen sollte es nicht vorbehalten werden, auch als Tourenfahrzeug auf die Straße zu kommen. Um die Sporthomologation zu erhalten, musste Porsche von den speziellen 911er Modellen mindestens 500 Modelle mit Straßentauglichkeit bauen. 1972 stellte Porsche daher auf dem Pariser Automobilsalon den Porsche 911 Carrera Rennsport mit dem 2,7 Liter Motor vor. Ein bis ins Detail abgespeckter und gewichtsreduzierter Rennbolide. Zuerst befürchtete man bei Porsche, dass sich das Modell aufgrund der damaligen Ölkrise nicht verkaufen würde. Aber das Gegenteil trat ein und Porsche legte noch einmal 500 Fahrzeuge drauf. Um Gewicht zu reduzieren, verwendete man dünnere Bleche für die Karosserie, setzte dünnes Leichtglas aus Belgien für Windschutz, Heck- und Seitenscheiben ein, verzichtete auf Dämmungsmaterial, Beifahrersonnenblende und auf die Uhr im Armaturenbrett. Mit dem 210 PS starken 2,7 Liter Carrera 6-Zylinder Boxermotor erreicht der RS eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km pro Stunde. Die Leistung erkennt man aber noch deutlicher an der Beschleunigung. So zieht der RS von 0 auf 100 km pro Stunde in 5,8 Sekunden.